ein dummes, hergelaufenes Kind aufnehmen. Rede nicht so über ihn. Er ist auch nur ein Kind, das aus seinem Land fliehen musste. Das ist mir doch egal. Der kann doch selber schauen, wo der unterkommt. Da musst du ihm doch nicht sagen, dass er bei uns leben kann. Ich bin wenigstens hilfsbereit. Solltest du auch werden. Du kannst ihn auch gleich zum Essen rufen. Probier's. Essen fertig. Sag's ihm doch selber. Und wenn ich dir... Was? Was reden die da? Die reden über mich. Laura will mich nicht hier haben. Denkt sie, ich will hier sein? Wenn die wüsste, wovor ich geflohen bin, würde die Klappe halten. Ich habe ihr doch gar nichts getan. Ich kenne sie ja kaum. Das kann noch was werden. Gut, ignorieren einfach weiter. Aber du könntest auch anfangen, ihn zu verstehen und mit ihm befreundet sein. Nein, ein Abendessen könnt ihr denn noch ohne mich. Und welche Interessen vertraten Sie? Zweitens, welche Kriegsparteien standen sich auf den Kriegsschauplätzen des Zweiten Weltkrieges gegenüber? Ich will da nicht rein. Ich hoffe, die sind nicht alle so wie Laura. Ich habe genug von Verfolgung und Ausgrenzung. Ich will doch nur einen Ort, an dem ich bleiben kann. Da muss ich jetzt wohl durch. Willkommen, neues Leben. Ja, komm bitte rein. Ich darf euch euren neuen Mitschüler Jamal vorstellen. Er kommt aus Syrien. Wie ihr wisst, herrscht dort Krieg und er musste dort flüchten. Und ich darf dich bitten, dass du rechts hinten Platz nimmst. Geht Laura! Geh zurück. Laura, wir sprechen uns nachher. Nach der Stunde kommst du zu mir. Kannst du bitte dem Jamal dein Buch borgen? Gib es uns bitte nach hinten. Okay. Was machst du eigentlich hier? Ja, wieso gehst du nicht einfach in dein Land zurück? Geh dein Land zurück, denn sowas für dich brauchen wir nicht. Ja, genau, du Idiot. Ach ja, du solltest lieber zurück zu deiner Familie, denn dort bist du nützlicher als hier. An deiner Stelle würde ich das so schnell wie möglich tun. Nein, aber bitte. Was Paul und ich dir heute mit Jamal gemacht haben. Hast recht. Ja, vielleicht sollten wir etwas dagegen machen. Und was? Mit ihm reden? Glaubt ihr wirklich, dass es funktionieren wird? Wir könnten es mal versuchen. Gut, dann sehen wir uns morgen. Okay, okay. Bis morgen und tschüss.
Ich bin geflüchtet in der Hoffnung, hier ein besseres Leben zu finden. Und jetzt? Es ist fast noch schlimmer als zu Hause. Was haben nur alle gegen mich? Warum ist Laura so gemein? Was habe ich nur getan? Jamon. Bundan şu maktab burgun avak şuda. Thank you.